Ja, hallo Leute, willkommen zum 20. Part von Let's Play Naruto Rise of Ninja, der wahrscheinlich finale Part. Im letzten Part haben wir die Shunin-Prüfung beendet und wollen jetzt. Ich hab mich gerade tatsächlich. Aua. Hab gerade mein Knie gegen meinen Tisch gehauen. Naja, auf jeden Fall gehen wir jetzt Richtung. Wollen wir Sasuke hinterher und Richtung Finale, würde ich sagen. Dafür müssen wir noch einmal eine Sprungpassage haben. Ja. Es ist schon faszinierend, dass ich das Spiel so still durch hatte. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet. Yeah, Naruto. Nein. Ups. Ups. Naja, gut. Weiter geht's. Oh yeah! Autsch. Jedes Mal, wenn ich einen höher bin und wir hätten es beim nächsten Sprung wahrscheinlich geschafft. So, Hepsa. Hepsa. Und durch die Bäume geflogen. Hat der Sada Sakura geschlagen? Oh. Oh. Ich hatte so das Gefühl, dass da gerade was fehlte. Kann das sein? Aua! Der ist so ein übler Gegner. So ein übler Gegner. Aua! Ja, Gaara ist in jedem Teil mies. Also, absolut in jedem Teil. Und wir haben unsere letzte Erinnerung verloren. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir das nicht schaffen werden. Also müssen wir wahrscheinlich jetzt ein, zwei Kämpfe verlieren, damit wir unsere Memo-Clips zumindest aufgefrischt kriegen. Gaara. Vorhin. Das Problem an diesen Kämpfen mit ihm ist, der hat dermaßen fiese, miese Spam-Angriffe. Na warte. Gaara! Nix da! Und das hat er, ja, halt in fast jedem Teil, also. Habe ich nur den Eindruck, oder sind die tatsächlich alle schneller? Ach ja, das ist so nervig. Ja, ich hab, weiß das. Ich verliere. So, ein neuer Versuch. Er hat doch gelacht, dass wir es das nicht schaffen. Ich glaube, das war tatsächlich Sakura. Kann das sein? Kann es sein, dass es Sakura war? Ja, da liegt Sakura. Warum liegt der Sakura? Die ist doch gar nicht. Ach, egal. Ich glaube, die ist nämlich gar nicht hinterher gekommen oder mitgekommen. Weiß ich gerade nicht genau. Ist halt auch für mich ein bisschen her. Nee, sie ist mitgekommen, aber ich war doch schneller als sie, oder nicht? Ah, nix da! Das ist von mir. Das ist einfach so fies. So, einmal auffrischen. Wenn ich denn die Taste treffe. Sorry, dass sich da eben kurz nichts bewegt hat. Aua.
Was? Was kommt jetzt? Ach. Richtig, Kara. 2672 Schaden, alter Falter. Ja, ich weiß, ich verloren habe. Ich will doch nur die Memo-Clips auffüllen. Nein. Oh, X. Oder was? Ey. Ah, das ist... Ah, das tötet mich doch direkt. Ah, das ist... Verzeih es, Leute. Verzeih es. Was ich auch nicht ganz so nett finde, ist, dass der Fuchsschwanz-Modus, den wir eigentlich haben sollten, sich nicht bleibt, wenn wir, also wenn wir das wenn wir sterben. Keine Chance. Ja, wir haben ihn. Hier, nimm das, du Blöd. Ah, danke. Na, was kommt jetzt? No, Gara, you can't do this. Only one thing cures a wounded heart, and that's love, Gara. Yashimaru. You did well, Gara. You did very well. Yashimaru. Und noch mehr Kara-Action. Yay! Freunde, kommt auf! Ja, ich war schneller, ich war schneller! Das Bein geht zu! Dass dich trifft. Lass dich trifft, Faun! Der kann es ja nicht liegen, weil wir ja die Tastenkombination auch einsetzen müssen. Ach, schade. Jetzt kommt seine Sandwand. Jetzt kommt noch mehr. Warum machst du das denn mit Gara? Gara? Was wollen? Willst du mich etwa verarschen? Schade, ich kann das nicht mehr bändigen. Ich krieg das nicht mehr hin. Tut mir leid. Ich hab verstanden. Garas Bett ist schlechthin. Und nochmal. Ja, die Katzen brauche ich jetzt nicht. Lass mich überspringen.
Danke. Dankeschön. Is that really the best you can do? What? Nein, nicht. Ah, er war schneller. Das ist so ein kurzer Moment. Du kannst auch gar nicht drauf reagieren. Das will mich doch auch töten, oder? Ja, es macht unglaublich viel Schaden. Keine Chance. Und ich bin auch nicht der beste Bartmasher hier. Also kann man sagen, was man will. Ich will lieber springen. No, Gara, you can't do this. Lass mich. Danke. Danke, danke, danke. Bitte schön. Und nimm das. Wandschutz dran wieder. Weil das Ding unendlich werfen kann. Das ist nicht gut. Alter, Alter, ist der Typ nervig. Wir sind ja schon dicht dran. Also zu bald. Ah, danke. Dankeschön. So, halt die Klappe. Halt die Klappe, Dankeschön. Hey, Naruto. Ja, ich weiß, ich versuch's immer wieder, aber es ist halt... Ich weiß nicht. Ah, man kann tropfen. Man kann ja treffen, aber... Das ist knapp wahrscheinlich. Das Fenster ist wahrscheinlich nicht ganz knapp. Nein, er war schneller. Er macht eine komische Sandwand. Ich werde dir sowieso wieder abprügeln. Gleich habe ich den Fuchsschwanz wieder. Wenn er mich denn lassen würde, naja, wir haben jetzt nur einen Clips. Die könnt ihr wieder reißen. Ist es hier wieder möglich? Aber wir sollten auf jeden Fall jetzt gewinnen. Ich gehe mal nicht davon aus. Wir sind ja bisher ganz gut durchgekommen. Sei denn, er spammt mich jetzt tot. Er spammt mich jetzt tot. Danke. Das ist eine nervige Geschichte. So, hier, 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 hier. They're not what makes you strong. It's your purpose that does it. In that way, we're alike. You! But mine is the stronger purpose. For only by destroying you and all you represent can I even prove that I exist. Hmm.
So that's it. The monster inside of him. Sakura! You have to save Sakura if it's the last thing you do. I get it now. Of course. He's no different than I am. Why don't you just go away? You freak! He's a monster. Don't even look at him. That's not what real strength is. If you never fight for anyone but yourself, you'll never be strong, no matter what you do. He's releasing a massive amount of chakra. How is he doing it? No matter what happens, I swear I'm going to protect you! Well, what do you know? I never thought you would bring this out of me! Sakura! Yay! Wir dürfen jetzt wieder Jutsus machen. So. Ja, und das ist eine ganz coole Geschichte jetzt, die ich so eigentlich ziemlich gern habe, also die ich feier. Was sich gerade stört, dass die tatsächlich ein paar Sachen ausgelassen haben. Mal gucken, was da, ob da noch was kommt gleich. Kann ich kommen? Okay, ich kann schnell machen. Okay, das wusste ich gerade nicht. Tut mir leid, Leute. Ja, wir müssen jetzt an Shukaku ran. Das ist übrigens das Ding, was Gaara da hat. Das heißt Shukaku. Kann ich dich auch irgendwie spinnen? Das nicht irgendwie? Ups. Naja, neuer Versuch. sorry. Das Ding, was Gaara da kontrolliert, beziehungsweise was von... Naja, ist kontrolliert ja Gaara, also nicht umgekehrt. Gaara kontrolliert Shukaku nicht. Heißt Shukaku, das ist der Einschwänzige. Ja, Gaara hat auch so eine Art Fuchsungeheuer in sich. Ja. Was es mit den ganzen Geistern auf sich hat, das werden wir noch in, glaube ich, drei Spielen circa erfahren. Dann wird das alles nochmal dann genau erklärt. Aber im Moment reicht das hier als Erklärung ganz gut aus. Ich habe es halt nur kurz rum gemacht. Ich glaube, der Name fiel zu der Zeit noch gar nicht, dass es Shukaku ist. Jetzt wisst ihr es schon ein bisschen besser. Also wenn irgendjemand mal Shukaku kommt, Shukaku hört, dann ist es... Ja. Was ist das hier? Ich komme näher ran, aber es gefällt mir auch noch nicht. Wir haben, glaube ich, noch zu viel Schaden. Okay. Ja, es ist halt jetzt das, die letzte Sache und dann ist das Spiel durch. Also deswegen ist es gar nicht mehr so verkehrt, dass ich jetzt dafür ein bisschen brauche. Auch wenn ich ja gleich noch ein bisschen was erklären möchte. Mal schauen. Ich bemühe mich halt jetzt ranzukommen an Shukaku. Ich
glaube, die Rennsequenz, wenn ich mich recht erinnere, gab es sie im Anime auch. Ich weiß es gerade nicht so genau. Beziehungsweise im Spiel, in dem Manga. Aua, das. Ich mache gerade unendlich viele Fehler da. Ja, ich mache gerade zu viele Fehler. Tut mir leid. Ja, mit dem. Den digitalen, mit dem Digipad kann ich gerade nicht spielen. Aua. Wisch und durch die Mitte. An die Seite. Okay, es war nichts, es sah nur so aus. Zur Seite springen bringt zwar was, aber ab und an mal ist das ganz doof. Eben wenn sowas passiert, man sieht es nicht so gut. Also das macht den Kampf halt ungemein schwer, diese Rennsequenz, weil das muss viel beachten. Also na gut, viel beachten jetzt auch nicht so viel, aber ab und zu mal ist das, kannst du gar nicht so schnell reagieren, wie schnell der hinterher feuert. Ich meine, ich verstehe es ja, dass sie es schwerer machen wollen und so, aber das ist manchmal teilweise ein bisschen unfair. Nicht so unfair wie der Kampf gegen Gaara, aber schon nicht ohne. Aua. Ja, wir sind ja irgendwie noch im Kampf gegen Gaara. Nur halt nicht, wie das Kloppen sonst war. Bislang. Tatsächlich ganz gut. Ach, der wurde getroffen. Wie das halt so ist. So, jetzt haben wir ihn. Okay, Kid, you're on! Let's do it! Bitte nicht normal. Okay, danke. Ah, okay. Warte. Sie ändern das aber. Schweinehunde. Ihr müsst euch jetzt übrigens diese Kampfsequenz so vorstellen, die nächsten Naruto spielen. Also die machen das öfters durch Quicktime-Events. Dann einmal. Zweimal. Da. Ein schöner kleiner Smash. Why would you do this for anyone but yourself? Because they saved me from myself. They rescued me from my loneliness. They were the first to accept me for who I am. Love. Is that the thing that makes him so strong? Look, Sakura's gonna be all right. The sand crumbled away, she's free. This guy's chakra is all used up. That's a relief. Huh?
Who knows, Naruto Uzumaki. Perhaps even I, someday. Temari, Konkoro. Who? I'm sorry. So, damit sind wir mit dem Spiel durch. Und wir sehen gerade die Szene, die sie einfach nicht gezeigt haben. Der Hokage stirbt am Ende noch. Also der wird von Orochimaru besiegt und stirbt dabei. Das haben sie leider nicht gezeigt. Das sind so Sachen, die sind wichtig für die Story, aber nein, wir zeigen sie lieber nicht. Ja, war aber ein wunderbares Spiel. Also so im Allgemeinen ein bisschen anders als die anderen Naruto-Spiele. Na gut, der Nachfolger The Bond ist halt genauso, aber das werden wir dann alles nochmal sehen. Ich denke mal, das sind ein paar Features anders vielleicht. Mal schauen, ich habe den Teil ja nie gespielt. Ich weiß nicht, ob das vom Aufbau her mit offener Konoha bietet und alles drum und dran. Ja, aber das war jetzt der Startschuss der Naruto-Reihe. Ich werde ja natürlich halt die komplette Geschichte spielen, habe ich ja schon gesagt. Wir sehen uns dann halt in den anderen Projekten wieder. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt noch irgendwas dazu sagen kann. Außer, dass halt, ich mag das Spiel. Also, ich mag ja Naruto sowieso. Ich habe Naruto von Anfang bis zum Ende geliebt. Ich gucke jetzt auch gerade Boruto weiter. Und ich habe den Manga gelesen. Mir fehlt einzig nur ein Poster und eine kleine Naruto-Figur, die wären cool. Naja, mir fehlen gerade irgendwie die Worte, weil ich weiß ja, die Naruto-Geschichte wird weitergehen. Auf die Story werde ich nochmal ganz genauer eingehen, wenn wir dann irgendwann soweit sind, dass es richtig viel Story gibt. Ich meine, wir kriegen jetzt ja... Es geht ja jetzt erst los. Ich finde es ja gerade echt putzig, wie die unten einfach den ganzen, eigentlich ziemlich spannenden Kampf zwischen den beiden, der im Anime ein bisschen zu lange geht, hier unten einfach nur kurz zeigen und fertig. Und irgendwie ist es ein bisschen enttäuschend. Ich hätte vielleicht mehr erwartet. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Was ich ab und zu mal auch noch ganz cool fände, wenn gefunden hätte, wenn da ein bisschen mehr auf die anderen trotzdem noch eingegangen wäre. Zum Beispiel Sasuke, dass der ein paar Kämpfe kriegt und der gute Sakura hatte nicht so viel bis jetzt. Zumindest nicht so viel Sinnvolles. Also, das sind so Kleinigkeiten, die man eventuell besser machen kann. Ich hoffe mal, Broken Bond macht das besser, die Nachfolger danach auf jeden Fall. Also Naruto Ninja Storm 2 bis 4. Ja, ich werde Naruto Ninja Storm 2 anfangen, nicht mit dem ersten. Ja. Aber es freut mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, wir sehen uns dann halt im Nachfolgeprojekt wieder. Ja. Bis dann. Und bye bye, genießt diese Credits. Vielleicht kriegen wir danach noch eine Szene. Ciao!